Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ein neues Legends Pack wird demnächst wieder vorhanden sein, was ihr kaufen könnt. Alles, was in diesem Pack sein wird, das werde ich euch in diesem Video sagen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Cosmetics, die wir in diesem Legends Pack erhalten werden. Und zwar werden es 3 Outfits sein, also 3 Skins, die wir wahrscheinlich für einen Preis von 19,99, also 20 Euro bis 30 Euro, ich denke mal so 20 oder 25 Euro, wird das Ganze wie üblich kosten. Das wird in den nächsten 2 bis 4 Wochen circa in den Shop kommen. Also das wird jetzt in den Item-Shop kommen. Dann links bei den zeitlich begrenzten Angeboten, nicht mehr im V-Bucks-Shop, wo es sonst war. Das haben sie ja jetzt in den Item-Shop verlegt, aber ihr müsst das mit Echtgeld statt mit V-Bucks kaufen. Was ist das eigentlich für ein Legends Pack? Und zwar ist es ein Slurp Legends Pack. Also wir können ja den Slurp, den Glibber Match Skin aus dem letzten Battle Pass, diesen blauen Skin aus Slurpy Swamp. Wir werden 3 dieser Art Skins erhalten. Und zwar werden wir dort einmal die Bandolette erhalten, den Jonesy, also so No Skin, und den Leviathan Skin, auch ein schon sehr alter Skin. Diese 3 Outfits werden dann ja die nächsten Wochen und erwarten. Ich habe auch schon ein richtig krasses Konzept erstellt, so wie ihr es von mir kennt. Ich bastel ja gern mal rum und voila, das sieht doch richtig unspektakulär aus. Natürlich, Leute, das Ganze ist nur ein Konzept, das habe ich selber erstellt. So wird das nicht reinkommen. Das wird auch komplett anders aussehen. Aber unten habt ihr mal die Skins, die ihr freischalten könnt, wenn ihr euch das Ganze kauft. Ihr werdet keine Challenges machen müssen. Ihr kauft das und bekommt gleich alle 3 Skins. Diese 3 Skins werdet ihr erhalten. In der Mitte den, dort werdet ihr vielleicht den erhalten oder schon die neuere Variante aus diesem Kapitel. Die No-Skins wurden ja jetzt überarbeitet, wie der Jonesy. Ich bin mal gespannt auf die Skins, die wurden noch nicht gefunden oder sind jetzt noch verschlüsselt in den Dateien. Es gibt keine Leaks zu den Skins, es wurde nur herausgefunden, was dort im Pack sein wird. Ansonsten haben wir noch keine Infos. Jeder, der euch da irgendwas erzählt oder andrehen will, der verarscht euch auf Grund und Boden. Ansonsten würde ich sagen, war's vom Video. Tragt noch gerne meinen Creator-Code ein, der Teddy Bayer, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Wir sehen uns 15 Uhr übermorgen bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.